bitte. Albanisch genug? Genau. Ja. Wir haben bei Studio 404 ja schon einige Ideen gehabt, die nicht so rausgekommen sind, wie wir uns das vorgestellt haben. In Milano? Bildungsvertrag. Aber dass diese Geschichte so krass ausartet, hat, glaube ich, niemand von uns erwartet. SRF-Mann schockt. Der Typ ist unterirdisch. Rassistische Frage. Fremdschämen bei PK. SRF provoziert. Diese Sendung Studio 404 kann ersatzlos gestrichen werden. Ja, super, Joso. Du hast es geschafft, dass die Medienlandschaft und der Schweizer Fußballverband uns hassen und denken, du bist ein Rassist. Sehr gut gemacht. Bravo. Bravo. Also, du... Ey, erstens, ich habe den Benny Huckel in meinen DMs. Der Scheiß ist ernst. Und du musst gar nicht lachen, weil du bist genauso schuld an dem Ganzen. Du kannst eigentlich neben mich sitzen. Ich hasse dich. Also gut, du Journalist. Dann fang doch mal von vorne an, bevor das da alles zur absoluten Shitshow geworden ist. Ich habe eine statistische Analyse gemacht und herausgefunden, dass die Rekordspieler der Schweizer Nationalmannschaft alle Wurzeln in Albanien oder im Kosovo haben. Granit Xhaka. Xherdan Shaqiri. Heinz Herrmann. Alles Albaner. Mega albanischer Name. Okay, er jetzt vielleicht nicht. Aber ihr versteht, was ich meine. Viele fragen ja immer, ist die Nationalmannschaft schweizerisch genug? Aber vielleicht ist das die falsche Frage. Vielleicht muss die Mannschaft, um so den letzten Schub zu bekommen, um mal so ein Turnier zu gewinnen, einfach albanischer sein. Darum sind wir hier vor dem Rinora Kotter und fragen uns, Kosovo, Kosovas, Kosovo. Ha, baby, fahr Bentley, nicht betreten, das Grei gently, fahr jeder, Acayete, Vorota, Kabo, Aitiet. Was macht für dich ein richtiger Albaner aus? Wenn man stolz auf seine Nation ist. Stolz ist wichtig. Das ist meistens mit Albanerinnen so. Wenn er stolz ist, wenn er das Schipi-Zeichen zeigt. Aber was würde ihm zum Beispiel fehlen, um ein bisschen Schipi zu sein? Kosovo-Pass. Albanische Eltern. Wenn er den Adler macht, ist er für mich ein Schipi. Grösser ist dann Abstand in den Ohren und. und grössere Nase. Ja, meistens die Albaner haben so geschleckt und Übergang. Seite auf Null. Ein Übergang. Wenn du einen Albaner siehst, hast du meistens so einen Mercedes dabei oder einen BMW. Oh, das. Mercedes, BMW, M3, M4, M5, M6, das ist auch. Was macht Albaner so gefährlich? Also gefährlich, was soll man sagen? Wir sollten keine Angst vor uns haben. Wir sollten uns auch nicht testen, weil... Also ich meine vor dem Goal. Ah! Vor dem Goal. Ah, okay. Vor dem Goal, ja. Wir haben einen starken Schuss. Wir sollten uns lieber nicht so viel frei rumgeben. Von Shaqiri und Xhaka ist gefährlich. Der geht zu 80% hin. Der Wille, der Kampfwille, der Kampfgeist. Ja, die sind hungrig wie andere Spieler auch und so. Sie haben ihr Temperament, aber ich glaube, das ist, was auch Schweiz braucht. Ein bisschen Kampfgeist. Ja. Als Jungfrau war ein voller Erfolg, Simon. Ich habe richtig wertvolle Tipps gesammelt. Hey, ich check wie nicht, was Seiten auf No irgendwie aus einer Nazi bringen soll. Fix wegen der Kopfball, Mann. Als nächsten Schritt habe ich das Video mit einem A4-Blatt, wo ich Tipps draufgeschrieben habe, einen USB-Stick drauf da und das Perl. USB-Stick, bist du dumm? Post an Verband geschickt. Hey, hättest du eine bessere Idee gehabt? Ich habe einfach noch keine Antwort von Murat Yakin bekommen. Darum habe ich gefunden, hey, gehen wir auf St. Gallen an die Pressekonferenz. Ich möchte mal nachfragen, ob meine Tipps durchgekommen sind oder und ob sie umgesetzt wurden. Was eine mega gute Idee war. Ja, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zu dieser Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Österreich. Länderspiel morgen Abend um 18 Uhr. Kannst du dich noch erinnern, wie cool die Stimmung war in der Presserunde? Die Stimmung war so wie auf einer Beerdigung, so Totengräberstimmung. Sowieso, ich glaube, dem Ganzen hat nicht geholfen, dass ich in Sporthäusli aufgedacht bin und du deinen Hund dabei hast. In einem Stadion. Es hat mir niemand gesagt, dass sie heute nicht erlaubt sind. Ja. Es hat einen Rasen dort. Was hast du erwartet? Weiß nicht. Offene Arme. Hallo, Joso Brizza, Studio 404. Meine Frage ist jetzt, ist die Mannschaft jetzt endlich albanisch genug? Bitte? Albanisch genug? Genau. Wie kann man das verstehen? Vom Charakter her. Aha, vom Charakter her. Gibt. Aber es... Soll ich dazu antworten? Also irgendwann wird das die fünfte Landessprache in der Schweiz. Vielleicht. Was soll ich sagen? Ich mache keine Unterschiede. Ich bin selber mit verschiedenen Nationen aufgewachsen und es ist die jetzige Generation. Ja, wir haben gute Spieler, die von Albanien und Kosovo kommen. Und ich habe bei meiner Trainerkarriere irgendwo immer verschiedene Kulturen gehabt. Also ich mache da überhaupt keinen Unterschied. Ja.
Also auf mich wirkt die Antwort vom Trainer mega improvisiert. Ich habe das Gefühl, meine Tipps sind gar nicht angekommen. Dafür hast du der albanischen und der schweizerischen Medienlandschaft ganz viel Klicks geschenkt. So krass gefunden. Die sind so schnell gewesen, die Medien. Wie so wie der Bargas beim Dribbeln. 30 Sekunden nach meiner Frage ist schon die erste Blitzschlagzeile draussen gewesen. Wie macht der Bargas? So. Und was hast du dabei gelernt? Dass es völlig okay ist, zu fragen, ob die Schweizer Nationalmannschaft schweizerisch genug ist. Aber wehe, frag ja nicht, ob sie albanisch genug sind, weil dann bist du ein Rassist. Danke, 20 Minuten. Super Journalismus. Immerhin habe ich es geschafft, am Murat Yakin doch noch einen Tipp mitzugeben. Und auf das bin ich stolz. Die meisten erfolgreichen Teams sind hungrige Teams. Planen sie, Mahlzeiten auszulassen zwischen den Spielen, um den Hunger zu steigern? Wir sind ja nicht in der Wildnis. Nur eine. Aber vielleicht muss ich es mal ausprobieren. Ich empfehle das Mittagessen. Auszulassen. Gut. Gut. Besten Dank. Oder wollen wir es nicht bei dieser schönen Abschlussfrage belassen? Hey, Mission erfüllt, würde ich sagen. Jetzt müssen unsere Jungs eigentlich nur noch das Gelernte umsetzen und dann holen wir das Ding heim. Ab Schweiz. Also ein Schweizer bleibt immer noch ein Schweizer, ein Albaner bleibt Albaner. Schlussendlich haben alle den Schweizer Pass und bleiben zusammen. Und ich glaube, die schaffen das, wenn alle miteinander funktionieren und daran glauben. Der Teamgeist zählt. Verliert niemals Hoffnung. Auch wenn ihr 2-0 am Verlieren sind, es geht weiter. Ab Schweiz! Willst du jemanden grüßen von der Schweizer Nazi? Und den Granit Xhaka. Nur ihn? Ja, nur ihn. Kannst du nicht auch noch so den Freudler oder so grüßen, damit er sich gut fühlt? Granit Xhaka und den Embolo werden nicht verletzt. Der Vargas, sag Vargas auch noch mal. Vargas auch noch! Und der Freuler, und der Freuler auch noch. Jan Sommer, Inter Mailand. Okay, okay. Der war scheiße, der Freuler. Du hast auch gar nicht gedacht.